Ich tauche in finsterstes Schwarz und erhöre meine Gebete. Man muss es ja etwas aufbringen. Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Wir öffnen ja meistens die Sachen direkt unter der Kamera. Aber ihr seht hier, haben wir ausnahmsweise mal wieder ein Review. Dafür gibt es aber auch einen sehr guten Grund. Denn diese Box wurde unterschrieben und dafür wollten wir sie schon aus der Folie holen. Ja, und zwar von Makoto Uesu und Rie Ogura. Die wiederum, also Drehbuchautor in der Reihenfolge und Producerin sind von An Explosion on This Wonderful World, dem Konosuba Spin-Off Prequel, wie auch immer man es sehen will. Die waren nämlich auf der Animagic 2023. Ogura ohne vorige Ankündigung. Ja, die kamen scheinbar relativ spontan mit dazu, weil im eigentlichen Heftchen und in den ganzen Ankündigungen war die ganze Zeit nur von Uesu die Rede und ja. Animoon hat das dann auch irgendwann auf den Social Media Kanälen gepostet als Überraschung. Ja. Was man schon direkt dazu sagen muss zu dem Schuber, es gab einen kleinen Print Error, den man sehr sieht. Also wir haben hier den Placeholder. Im Vergleich zu anderen Anbietern wie Crunchyroll gibt sich da ja auch Animoon etwas mehr Mühe. Und statt Konosuba an Explosion on this Wonderful World steht hier an E. Ja, da müssen wir noch mit dem Support Kontakt aufnehmen. Das wurde uns halt auch schon beim Kauf gesagt. Das eigentliche Release von dieser Box ist am 1. September. Also bis dahin wird da auch der Fehler ausgemerzt sein, ziemlich sicher. Auch für die Leute, die es über den Animoon Shop oder anderweitig vorbestellt haben, ziemlich sicher. Als wir die Box gekauft haben, wurde uns dann halt gesagt, ja, bitte mit dem Support in Verbindung setzen, dass das dann halt entsprechend korrigiert wird und dann halt ein neues Mediabuch zugeschickt wird. Die Disc selbst ist nicht betroffen. Es ist wirklich einfach nur der Druck auf dem Spine, auf dem Rücken und mehr ist es tatsächlich nicht. Aber so seht ihr auch mal, wie es ausgesehen hat für alle, die dann sagen, es ist schief gelaufen. Und hier steht ein Explode. Okay, also kann sein, dass im Booklet tatsächlich auch noch irgendwelche Fehler drin sind. Wir haben uns tatsächlich sonst noch nichts angeschaut. Wir haben nur die Folie abgemacht, damit es signiert werden kann. Mehr haben wir tatsächlich nicht gemacht. Und was ich jetzt schon mal sehe, ist schön, dass die deutschen Sprecher, soweit es geht, wohl beibehalten wurden. Zumindest mal Megumin wurde beibehalten. Und Union mit Rieke Werner. Aber ihr seht, wie wenig Seiten dieses Booklet hat. Ja. Die Serie selbst hatte ja auch ein bisschen für, sagen wir mal, Frustration der Konosuba-Fans gesorgt. Dadurch, dass sie nicht direkt zu Release auf irgendeiner Streaming-Plattform in Deutschland war, in den Staaten hingegen schon. Zu sehen war, genau. Es gab ja dann Vermutungen, dass es über nicht den regulären Streaming-Anbieter wie Crunchyroll oder sowas zu streamen ist, sondern über andere große Online-Händler und denen ihre separaten Streaming-Services, nennen wir es jetzt mal so. Tatsächlich hat sich, glaube ich, bei Folge 4 oder 3, also erst einige Wochen danach, wo dann kommuniziert wurde mit, nein, es ist jetzt auf Crunchyroll zu streamen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da mittlerweile der deutsche Dub überhaupt drin ist. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber wenn ihr da was wisst, könnt ihr das gerne schreiben. Wir hatten es auf Japanisch uns angeschaut und haben uns dann halt auch sehr auf das Disc-Release gefreut. Dadurch, dass Animoon auch nicht unbedingt oft in irgendwelchen 3-für-2-Aktionen mit drin ist, werden wir uns dann halt auch entsprechend überlegen, die Sachen zeitnah zu holen. Es sind 3 Volumes, scheinbar. Ja, stimmt. Wurde ja hier, sieht man ja hier auf dem Rücken von den. Also es gibt 3 Volumes. Die Serie selbst behandelt halt die Zeit von Megumin, während sie auf der Magieakademie war, in Anführungszeichen zu setzen, der Crimson Dämonen, wie sie Union kennengelernt hat, die Gründe, warum sie die Explosionsmagie unbedingt erlernen und meistern will, wie sie die Katsuchomori, Kap,
Katze Chumosuke kennengelernt hat. Halt sehr viel Prequel-Stuff, der gerade ein bisschen Fanservice für unsere kleine verrückte Magierin halt bietet. Und jetzt kommen wir dann auch gerade mal noch zu den Boxen. Denn das Design wurde leicht geändert. Gut, ist jetzt nicht weiter schlimm, denn wir haben hier auch schon allein drei verschiedene Studios stehen. Studio Drive, Studio Dean bis hierher und hier JC Stuff. Welche Studio macht eigentlich die dritte Staffel? Soweit ich es gesehen habe, ebenfalls Studio Drive. Okay. Und so grausam es klingt, die schönsten Sachen sind halt eben hier. Ja. Animationstechnisch. Ja. Also die ersten zwei Staffeln sind trotzdem super. Sie haben auch Spaß gemacht. Ich bin auf dem Stand, Konosuba ist ein Gag-Anime. Schöne Animation ist ein großes Kann, aber es muss jetzt nicht auf dem Level wie von Studio MAPPA oder sowas sein. Konosuba trägt eher über den Humor bei, der Hit oder a Miss ist. Also nicht jeder mag diesen Humor. Wir kennen genügend Leute, die den Humor nicht mögen. Wir mussten auch erstmal ein bisschen damit warm werden, bis wir ihn angefangen haben zu mögen. Aber dafür mögen wir ihn mittlerweile umso mehr. Staffel 3 Konosuba ist definitiv auch angekündigt. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das schon... Auf jeden Fall auf der Animagic gab es dann so eine Art Fächer, die man bekommen konnte zum Teil. Ich weiß allerdings echt nicht, wo. Wo dann drin stand, Staffel 3 coming soon. Und der Streaming-Service ist auch noch immer nicht bekannt. Nee, ist es tatsächlich nicht. Deswegen, aber das wird auch wieder ein Bibbern, wird es Crunchyroll, wird es Aniverse oder sogar einfach ProSieben Max. Das waren alles schon Kooperationspartner von Animoon. Oh, und Wakanim in der Vergangenheit. Da war nämlich Goblin Slayer. Oder wird's High Dive. Wir werden es sehen. Aber so viel zu diesem verfrühten Review. Wenn es euch interessiert, wie es mit dem Support ausgegangen ist. Der Support ist aktuell überlastet, wurde schon auf den offiziellen Mediakanälen preisgegeben. Deswegen, wenn ihr das fragen solltet, verzeiht, dass wir euch da auch einfach nicht schnelle Antwort geben können. Sobald es natürlich ausgebessert wurde, sagen wir euch gern, wie gut oder schlecht es funktioniert hat. Genau, und wenn ihr nur ein paar Stunden freitags oder so dort auf der Magic gewesen seid, wegen Zeitgründen oder was weiß ich, tatsächlich war nicht direkt zur Messeeröffnung die Box vorrätig. Die kam erst so ab 14, 15 Uhr um den Dreh rum in den Verkauf. Die musste tatsächlich erst noch angeliefert werden. Also es wurde jetzt nicht genau gesagt, aber ich gehe mal davon aus, dass die relativ frisch, sehr frisch geliefert wurden, weshalb dann auch nicht die Möglichkeit war, nochmal den Druckfehler auszubessern. Sagen wir einfach, es hat die Qualitätskontrolle offensichtlich übersprungen. Aber sehr sicher, ja. Uns wurde versichert, mit den Discs sei alles okay. Wir haben sie noch nicht getestet, aber wir glauben einfach mal. Wie gesagt, wir haben wir haben es nur ausgepackt und haben die... den Schuber signieren lassen. Mehr haben wir tatsächlich nicht gemacht, dass wir trotzdem noch relativ nah an einer Art Unboxing bleiben können. Also wir haben uns das Booklet innen drin auch noch nicht angeguckt, tatsächlich. Wart ihr auch da? Konntet ihr es holen? Und was haltet ihr davon? Witzig oder ärgerlich, dass mal sowas passiert? Lasst uns auf jeden Fall gern wissen. Bis dahin. Explosion!